Hallo ihr Lieben und willkommen im Paradies. Willkommen bei Hellblade, Senua's Sacrifice. Oh, ich habe mir das gerade eben hier irgendwie nur so 5 Minuten gegeben in der Aufnahmepause. Einfach hier nur da gestanden und der Mucke gelauscht. Geguckt, wie Senua sich hier so freut. Dieser krasse Kontrast dieser Welt, ne? Vorher alles nur so düster und dunkel und schwarz und Feuer und Gewalt. Und hier einfach wirklich Frieden für den Moment. Und Wärme. Oh, schade, da wird die Musik dann leiser. Ah, Senua. Und ich will ihr diesen Moment gar nicht nehmen gerade. Guck sie dir mal an. Wie so ein kleines Kind, so voll begeistert. Aber das haben die so gut umgesetzt. Okay, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren zum... Oh, wie sie auch läuft. Oh. Komm, wir tollen hier einfach mal ein bisschen im Gras. Auf dieser Wiese. Oh, guck mal, hier ist auch noch... Ist das ein kleiner Teich? Nee, doch, oder? Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur schön. Aber ich habe Angst, wenn wir uns dem Baum nähern, dass wir irgendwann wieder in die Realität zurückgerissen werden. Aber wir müssen... So schön so eine Momente auch sind, aber die Realität holt einen immer wieder ein und man muss sich der Realität auch immer wieder stellen. Oh. Das ist ja genau was für mich hier, diese Szene. Nur, wir bleiben hier. Diese Wiesen. Soweit das Auge reicht. Okay, komm, wir gehen mal zu diesem Baum. Dem Baum des Lebens irgendwie. Momentan zumindest noch. Wir hatten gesehen, dass da schon ganz andere Sachen dran gehangen haben. Treffen wir denn Dillion hier vielleicht noch? Seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were.
that there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Und so vergänglich ist das Schöne. Es war der Ort, wo sie sich das erste Mal begegnet sind. Aber was war denn jetzt da vorne? Oh Mann, die Arme, ey. Die macht sowas durch hier. Alles nur aus Liebe. Da vorne haben wir, glaube ich, eine Geschichte. Ich hoffe, sie behält sich diesen Moment für immer im Hinterkopf. Dieser Moment, wo sie Dillian traf. In diesem Baum. Und jetzt lauschen wir erstmal hier. Oder auch nicht. Ist das hier nicht so ein Lauscherding? Scheinbar nicht. Mist. Okay, komm. Dann gehen wir den Weg weiter entlang. Und sie hat das Kämpfen nur gelernt, indem sie Dillian die ganze Zeit zugeschaut hatte. Wie er halt seine Übungen gemacht hat und hat sich alles von ihm abgeguckt. Ja, und er hat sie halt ermutigt, eine Kriegerin zu werden, was wahrscheinlich bei denen in dem Volk eine große Ehre wahrscheinlich sein wird. Hier haben wir aber was. Okay, dann gucken wir hier mal. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ja, nett. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier auch irgendwo ein Schwert finden. Was sind das denn hier für komische Monumente? Oder sieht so aus, als wenn man mit denen irgendwie interagieren könnte. Da ist nichts. Noch nicht. Vielleicht kommt das erst noch. Ich gehe mal davon aus, wir müssen auch irgendwann da hinten zurück, ne? Dass wir uns jetzt erstmal unsere Waffe wieder besorgen müssen. Okay, hier haben wir noch was. Das leuchtet aber auch nicht, oder? Doch, hier haben wir wieder was. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death.
Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Tja, guten. Okay, da vorne haben wir auch noch sowas. Wir gehen hier erstmal einmal rum, bevor ich den Weg hier hochgehe. Gucken, ob das möglicherweise hier auch noch ein Teil der Geschichte sein könnte. Oder ob das wieder nur gar nichts ist. Ja, es scheint wieder gar nichts zu sein. Aber da vorne haben wir auch noch einen. Die sind hier so ringsherum um den Baum verteilt. Okay, das ist auf der anderen Seite, da waren wir schon. Gut, und da drinnen scheint Dillion zu sein, oder? Dieses Flackern sieht so nach ihm aus. Aber wenn ich mir das hier so angucke, ist das so schlau, nur hier jetzt reinzugehen? Ah, das Schwert. Da ist das Schwert. Kommst du nur? Greif es dir. Take it. A sword. Take it. Dillion left it for you. Take it. Take it. Take it. Take it. Wollen wir mal Odins Prüfung bestehen, oder? Müssen wir die jetzt in einer gewissen Reihenfolge machen, oder ist das relativ egal? Wir gucken uns die mal an. Und schauen mal, was passiert. Forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrfing. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. It's as if we could survive to hide death. Because we have no answer for it. Okay. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones,
Then comes the reckoning. Sind das jetzt alles Geschichten über verschiedene Schwerter? Also jetzt haben wir halt ein verfluchtes Schwert. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt irgendwas groß merken muss, oder? Wir gucken mal, ob wir da oben vielleicht das Schwert finden. Aber das will ich doch nicht ziehen. Ah, hier wohnen die Zwerge. Sieht aber eher aus wie so eine Hobbithöhle, ne? Okay. Na, ich guck nochmal hier drumherum. Okay, hier haben wir nichts. Wir müssen da rein in die Höhle. Gucken, was uns da drin erwartet. So cool. Who's there? Und tschüss. Ich will da nicht mehr rein. Ist ja nur... Wir müssen aber... Das klang nach einem Drachen oder sowas. Gibt's hier Drachen? Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Na, ich glaube nicht, dass der Dillian hier ist, oder? Da geht's weiter. Da geht's auch weiter. Hm. Zwei Räume. I'll find him. Oh Gott, das ist jetzt hier so eine Art Labyrinth. In die falsche Richtung. Gehen wir wirklich in die falsche Richtung? Gott, diese Stimme. Komm, ist doch gar nicht die falsche Richtung. Ist doch voll okay hier. Senua. You remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrvain. Tja, ich will das Schwert gar nicht. Können wir hier das vielleicht anmachen? Nee, Licht können wir hier nicht machen. Okay, komm, dann gehen wir in die andere Richtung. Ich höre auf die Stimmen nicht. Die haben gesagt, das ist die falsche Richtung. Dabei war die Richtung richtig. Mehr oder weniger richtig. Guck mal hier, können wir das anmachen? Senua, kannst du da irgendwie? Ah! Okay, das geht. Dann haben wir so eine Art Marker, dass wir hier schon mal waren. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. Hä? Hier angemacht und da drüben geht's auch an. Das ist eine Spiegelung. Das ist genau dieselbe Ecke mit dem Schildern. Dann gehen wir erstmal da lang. Was ist das denn hier? Ich stelle mich da mal noch nicht rauf. Wir gucken erstmal hier, fokussieren einmal. Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried,
Her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Okay. Als nächstes wird wahrscheinlich das Schwert gefunden werden. Würde ich jetzt mal fast... Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob er das ist. Ist da jetzt? Nee, da ist ein anderer. Wir brauchen aber noch einen Geschichtsteil. Na, wir gucken da vorne erstmal in der anderen Richtung. Vielleicht ist da noch ein Stück Geschichte. Hier wird es, glaube ich, leiser von den Schreien her, ne? Das wäre da lang nochmal der Weg. Dann gehen wir mal hier lang. Da waren wir schon mal. Nicht Fokus. Müssen wir Fokus? Ja, ist mir schon klar, dass es ein Trick ist. Ich will dennoch gucken, ob ich hier noch einen Teil der Geschichte finde. Bevor wir zu Dillion gehen. Okay, dann gehen wir da lang. Oder wir müssen jetzt vielleicht schon da zu diesen Schreien. Nein, guck mal, hier ist was Neues. Hier ist was Neues. Kommen wir hier durch? Nee. Versperrt der Weg. Da scheinen wir schon mal gewesen zu sein. Was ist aber das ist auch neu. Ne, hier waren wir noch nicht. Ah, guck mal hier. Geschichtsteil. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Ja, wir müssen irgendwie da rein. Okay, hier geht's nicht lang. Dann gehen wir nochmal zurück. Verändern sich denn die Räume auch, wenn wir wieder zurückgehen? Nee, ne? Gut, weil wir waren ja schon, glaube ich, mehr oder weniger auf dem richtigen Weg gewesen. Das müsste jetzt hier in dieser da lang sein. Okay, dann schauen wir doch mal.
Jo. Da geht's durch. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, da gehen wir dann aber erst in der nächsten Runde durch und dann gucken wir mal, ob das wirklich der Dildian ist, der da irgendwie schreit. Ich glaub's irgendwie nicht so wirklich. Alles klar. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Hellblade: Senua's Sacrifice. Bis denn. Bye, bye.